Es will, dass wir uns bewegen. Ich traue dem Frieden ja nicht. Eigentlich sind Kirchen was total Cooles. Also sie sehen echt super aus, aber es gibt so, so schöne. Josef. Die Josephine, die kotzt gleich schon wieder. Aber diese Kirche mit dem Friedhof und dem unterirdischen Labor und der Forschung, nein. Das kam aus der Nähe. Ist schon gut, ich bin da. Keiner wird dich Hiddy! Kriegen. Du musst bei mir bleiben, das geht nicht anders. Kartenfragment 13. Oh, 13 ist eine Unglückszahl. Hätte die Statue jetzt gesprengt, ne? Aber wir haben nix. Hey, Joseph. Geht's dir gut? Ich glaube, er stirbt dezent gerade. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das könnte... Kapitel 7, der Wächter. Und hey, ho, Luca, willkommen im Stream. Oh Mann, ich hoffe, wir konnten Josef jetzt retten. Rettet die, rett. Hm. Mir gefällt es hier unten nicht. Gebe ich offen zu. Vor allem, wenn hier ein Kontrollpunkt ist. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Warum? Warum? Warum tut Ruvik uns helfen? Und uns jetzt zu unseren Kameraden bringen? Der hat irgendetwas vor. Frage ist, was das ist. Ist das eine Falle?
Du hast mich lang genug geärgert. Oh nein, ich höre etwas. Klingt nicht gut. Klingt ganz und gar nicht gut. Hi. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob es ein Untoter ist oder ob es... Nee, der Hund ist es nicht. Der Hund atmet anders. So ist nur der. Aber er ist nicht alleine. Hi. Wenn er mit dem Rücken zur Wand zu uns steht. Alter Junge, bist du dumm? So rum. Ich muss eigentlich nur warten, bis der halt immer sich umgedreht hat. Es könnte ziemlich gut werden, es könnte aber auch total scheiße werden. Oh, er ist weg. Das ist nicht cool. Da hinten sich mal um. Nicht gut. Rotwein für alle. Hinter dem steht noch einer. Sind schon drei. Der da hinten nervt mich extrem. Der nervt mich extremst. Ich muss halt warten, bis es sich wieder umdreht, ne? Problem, das sieht man echt schlecht. Jetzt läuft er gerade auf uns zu, er guckt sich um. Dreht sich um. Ich war nicht da. Ist doch viel beschissener hier. Ist sehr beschissen ausgewählt. Weil hier unten finde ich die noch schlechter als da oben. Ah. Ist lustig, wenn im Nebenraum laut gelacht wird und du eigentlich total nicht weißt, wieso. Der ist dick. Nicht. Ist er tot? Ich höre nichts mehr.
Lief doch an sich eigentlich ganz gut, ne? So langsam habe ich den Dreh raus. Also mit dem Scharfschützengewehr bin ich irgendwie besser als ich gedacht. Aber naja, man kann halt vieles denken. Wer beide nichts, ist es ja schwach. Verbrennt. Der brennt nicht mit. Hier, leg dich mal dazu, es ist schön warm. Mann. Müsste aber eigentlich noch mindestens einer sein. Du und Treppen, ihr werdet keine Freunde. Es ist aber bestimmt nicht mehr, es ist kein Dicker mehr. So, der da hinten ist auch nicht mehr da, das ist gut. Drehst du dich um? Für mich? Für du? Umdrehen? Jetzt? Und jetzt? Ich glaube, was auch immer da für ein Holzpfahl in seinem Kopf steckt. Ich glaube, es hat ihn den Verstand geraubt. Weiß nicht. Brenne. Kann dich nicht mehr sehen. Wir werden reich. Reich an Gel. Und es ist dunkel. Aber snipen ist es schon. Schon geil. So. Ups. Können wir also alle auch noch kaputt machen? War noch was? Nö. Okay. Danke, diese Spritze rettet mir mein Leben. Oder mein Hintern. Na, eigentlich eher Sebastians, aber... Und das sind... das sind Care und so. Das sind Matter. Ratte. Okay. Scheint locker zu sein. Man nehme ein Messer und schneide Stein. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen. Gebrochen. Wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Darauf wären die doch nie gekommen. Also die... Ich kenne diesen Kopf. Es gab Cosplay auf der Gamescom dieses Jahr, die diesen Kopf hatten. Das ist, nein, ich guck mich erstmal um. Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir! Hilfe! Und das könnte ich denken. Nein, ich weiß, was jetzt kommt. Wenn das, wenn diese Notiz stimmt, dann weiß ich, was dieser Kopf zu bedeuten hat. Oh nein. Taddy? Das ist doch bestimmt ein Spiegel für Taddy, oder? Will nicht. Ich will nicht, das ist so doof. Oh nein, ich will. Können wir uns nicht einfach hier in das Bett legen und uns freuen? Freuen, dass wir diesen Raum gefunden haben. Das wäre doch voll toll. Oh. Warte, von hier sind wir gekommen. Nee, gehe ich nicht weiter.
Erstmal gucken, was hier noch ist. Warte, wenn es jetzt ein optionaler Boss ist und ich da jetzt hinrenne, dann Fick doch die Waldfee. Na toll. Da lag noch Munition. Mit der Typ eigentlich? Licht ist zwar schön, aber mit der Nachricht. Der Nachricht ist nicht mal Licht schön. Ach du Scheiße. Genau den meine ich. Den haben wir schon in dem einen Traum gesehen, als wir bei Taddy waren. Wieso verfolgen wir den eigentlich? Warum sind wir so dumm? Warum? Verstehe es nicht. Ich hätte irgendwie gerne Josef wieder. Ach, ist das doof. Wie kommt Leslie eigentlich hier überall durch? Hä? Wir brauchen erstmal drei Gesichter, um wieder hinzukommen. Das ist beruhigend. Ich höre Taddy. Da ist Taddy. Taddy! Wie viel Geld haben wir? Genug, das reicht, um zu Taddy zu gehen. Da ist auch noch was zu mitnehmen. Für zwischendurch. Taddy, mein Retter. Oh, Aquarium ist ausgegangen. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe grüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr, 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Der besorgte Typ also. Taddy! Also, was bietest du denn deinen Kunden hier für Leselektüre an? Das ist aber nicht löblich. Das ist ja voll der Scheiß. Ich hätte jetzt gerne noch eine Spritze im Spind, aber... Ich glaube, es sind 30, 40 von diesen Spinden und... Hasse dich! Dich hasse ich noch mehr. Und von daher... Auch nicht schlecht. Okay, auf der Seite bleibe ich. It's a my lucky day, ne? Da können wir ja jetzt upgraden, was es nicht nied- und nagelfest ist. Eigentlich müssten wir gucken, ob wir Gesundheit nochmal upgraden könnten. Dann wäre unser Leben nämlich wieder voll, ohne dass wir Spritzen verbrauchen würden. Wäre eine Taktik, aber ob das so sinnvoll ist, meine Fresse. Wir müssten... Das könnten wir eigentlich wirklich mal machen. So. Haben wir eigentlich schon alles auf der 2? Bahngeschwindigkeit wäre auch toll eigentlich mal, ne? 14 Sekunden später. Nachladezeit wäre auch mal toll. Aber... Ich würde halt eigentlich... So. Mm.
und dann könnten wir ja... Scheiß Granaten. Ich brauche schon Granaten. Könnten wir ja noch mal so, können wir hier... Schade, ich bin ein bisschen... Ich war zu gierig. Können wir... Mann, falsche Taste. Jetzt mal, jetzt sehen wir, wird der schon erhöht. Wir machen einfach mal die Nachladegeschwindigkeit. Feuerrate war ja auch nicht schlecht. Wir machen mal die Feuerrate bei der Schrotflinte. So. Jetzt gehen wir noch speichern. Und dann dürfen wir wieder ordentlich Wumms dahinter haben. So. Tschüss, Daddy. Ich glaube, wir kriegen dadurch jetzt den Dicken dann vielleicht ein bisschen besser kaputt. Aber wir können nur hoffen. Mitnehmen. Ich nehme erstmal die Tür, glaube ich. Nein? Gibt es hier ein Rätsel? Ach so. Passt. Leider. Ha, die Tür wollte ich eh nehmen. Doppelt hält wohl besser.